Lieber Volker Kauder, meine lieben Parteifreundinnen und Parteifreunde, auf einen Parteitag mit dieser Stimmung und in dieser Verfassung habe ich seit 4 Jahren hingearbeitet. Exakt vor 48 Monaten hat mich der Landtag zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt. Wenige Tage vorher haben Sie mich zum Vorsitzenden der Christlich-Sozialen Union gewählt. Es war immer mein Ziel, dass wir vor Beginn des so wichtigen Jahres 2013 von einer guten Position aus starten. Und wenn ich das heute mir anschaue, wir haben in diesen 4 Jahren gemeinsam ungemein viel geleistet und bewirkt. Wir schauen heute auf ein blühendes Bayern, auf ein Bayern, das seine starke Stimme in Berlin hat, auf ein Bayern, das in der ganzen Welt geachtet ist. Und wir schauen auf eine christlich-soziale Union, die wieder erstarkt ist, die wieder da ist, die hoch motiviert ist, die geschlossen ist. Und liebe Freunde, wenn wir besonnen weitermachen, so wie in den letzten 4 Jahren, und wenn wir konzentriert weiterarbeiten, haben wir eine riesige Chance, dass das Jahr 2013 zu einem der erfolgreichsten in unserer Geschichte wird. Und darum bitte ich euch. Wir haben gerade die Bilder des 3. Oktober gesehen. Wir waren Gastgeber. Und ich denke, dass Bayern an diesem Tage eine sehr gute Visitenkarte abgegeben hat. Viele haben mir gesagt, sowas gibt es nur in Bayern. Und mir ist an diesem Tag oft durch den Kopf gegangen, dass wir natürlich stolz sind auf das, was wir in der Gegenwart alles verzeichnen, dass wir an diesem Tag aber auch brilliert haben, was unsere Vorfahren geschaffen haben. Das Ensemble der Ludwigstraße, die Residenz, die Michaelskirche, die Staatsoper, dies alles haben unsere Vorfahren als Bleibendes geschaffen. Und deshalb sage ich mir immer in der Alltagspolitik, in unserem täglichen Tun, so wichtig die Gegenwart ist, noch wichtiger ist, liebe Freunde, dass wir immer darauf achten, in der Gegenwart Bleibendes für unsere Kinder und Enkelkinder zu schaffen. Das ist ein ganz großer Auftrag. Und deshalb unterstreiche ich, was Angela Merkel gestern gesagt hat. Es ist wichtig, wie Deutschland und Bayern dastehen. Eine Insel der Stabilität in allen Bereichen, ob jetzt bei den Arbeitsplätzen, in der Bildung, in der kulturellen Blüte, in der Sicherheit, in der Finanzkraft. Aber ich fürchte auch, das erwarten die Leute von uns. Das verbindet man mit uns, dass wir diese Dinge gut erledigen. Und deshalb ist die Rechenschaft über das Geleistete das eine. Aber noch wichtiger wird im nächsten Jahr, welche Vorstellungen haben wir von der Zukunft? Und da kommt es eben darauf an, dass wir unseren Kindern keine Schulden hinterlassen, sondern Chancen. Dass wir für die beste Bildung in unserem Lande sorgen. Dass wir Bayern ökonomisch an der Weltspitze halten, damit es den Menschen auch in Zukunft in Bayern besser geht als überall sonst auf der Welt. Lieber Volker Kauder, ich bitte dich um Verständnis, wer das starke Deutschland sehen will, muss nach Bayern kommen. Das ist die Botschaft, die ausgeht. Das ist Bayern, das ist die CSU und wir schaffen Bleibendes. Und ich möchte nach den vielen inhaltlichen Diskussionen, das war in der Tat ein Arbeitsparteitag,
jetzt nicht mehr alles wiederholen, was wir diskutiert, besprochen haben. Aber so 3, 4, 5 wichtige Punkte, die sozusagen unser Kompass, unser Violinschlüssel für die nächsten Monate sein soll und dann darüber hinaus, möchte ich schon nennen. Beginne mit einer Schlagzeile in einer Münchner Tageszeitung vor wenigen Wochen: Bayern siegt. Diese Schlagzeile stand nicht im Sportteil bei der Fußball-Bundesliga, sondern auf der Seite 1 in Politik. Es ging um die Bildungsergebnisse in Deutschland und es ist wahr, Bayern siegt. Bayern ist der Rekordmeister bei allen Bildungstests der letzten Jahre, liebe Freunde. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Unabhängige IQ-Studie 2010, erster Platz Bayern. Deutscher Lernatlas 2011, erster Platz Bayern. Grundschulvergleich 2012, erster Platz Bayern. Die große Frage, wer beherrscht die deutsche Sprache am besten? In der Orthographie, im Leseverständnis, im Hörverständnis, erster Platz Bayern. Deshalb, lieber Volker, wir können alles in Bayern, auch Hochdeutsch. Und liebe Freunde, Bayern ist das Bildungsland Nummer 1. Wir führen nicht die lauteste Bildungsdiskussion, sondern wir haben die besten Bildungsergebnisse für unsere jungen Leute. Und darauf sollten wir stolz sein. Regelmäßige Schlusslichter: Berlin, Hamburg, Bremen. Die Brutstätten linker Bildungsexperimente. Und was sagen unsere Kritiker dazu? Welchen Sinn hat es denn, ein Zitat einer Kritikerin, welchen Sinn hat es denn, wenn die Vergleiche immer wieder zeigen, dass dieselben Bundesländer an der Spitze stehen und dieselben Länder am Ende? Das ist ein Zitat der Vorsitzenden der GEW. Und meine Damen und Herren, das zeigt das Missverständnis bei der Beurteilung der Bildungspolitik. Unser Violinschlüssel, alles Glück hat es in jedem Grundsatzprogramm beschrieben, ist die Personalität. Bei uns geht es in der Bildungspolitik nicht um das Wohlergehen einer Gewerkschaftsvorsitzenden, sondern bei uns geht es darum, wie ist das Wohlergehen für unsere Kinder und Jugendlichen. Das ist Personalität, liebe Freunde. Es geht uns nicht um das Sammeln von Pokalen. Es geht uns um die beste Zukunft für unsere Kinder. Bildung ist für uns nie nur das Ansammeln von Wissen gewesen, sondern die Bildung der Persönlichkeit, des Charakters, des Herzens, des Verstandes. Und deshalb liegen wir an der ersten Stelle, liebe Freunde. Und mir ist überhaupt nicht bange davor, wenn dieses Thema Mittelpunktthema im nächsten Jahr werden wird, liebe Freunde. Wer unsere Bildungsergebnisse kritisiert, kritisiert und beleidigt unsere Lehrer, unsere Eltern, unsere Schüler, die in Wahrheit auf der ersten Stelle stehen. Und liebe Freunde, wir haben jetzt viel reformiert im Bildungssystem. Und wir werden da und dort immer wieder unterstützend tätig sein müssen. Aber in einem sind wir uns in der Koalition und in der Bayerischen Staatsregierung Ludwig Spähnle völlig einig. Wir haben jetzt genug reformiert. Jetzt ist Ruhe an der Bildungsfront angesagt. Und wir sollten die Leute mit dem arbeiten lassen, was wir gemacht haben. Ich danke den Lehrerinnen und Lehrern für ihre Leistung. Und ich möchte heute mal darauf hinweisen, solche Bildungsergebnisse sind nur möglich, wenn auch die Eltern mitmachen und wenn auch im vorschulischen Bereich, in den Kindergärten, auch erstklassige Arbeit für unsere Kinder geleistet wird. Deshalb möchte ich auch den Erzieherinnen, den Erziehern in den Kindergärten, in den Kindertagesstätten danken. Denn diese Kombination
im Aufwachsen in den Kindergärten, in der Schule, das Zusammenspiel zwischen Lehrer, Eltern und Schule, das ist das Geheimnis unseres Erfolges. Und der wichtigste Punkt, der Kern unserer Bildungspolitik ist, dass wir nie der Versuchung der Gleichmacherei erlegen sind, sondern immer gesagt haben, wir brauchen gute Allgemeinbildung, wir brauchen akademische Bildung, wir brauchen berufliche Bildung, wir brauchen Förderschulen, wir brauchen die Inklusion und wir wollen die jungen Menschen so ausbilden und unterstützen, wie ihnen der Herrgott die Fähigkeiten und Begabungen mitgegeben hat, liebe Freunde. Die Individualität ist unser Schlüssel zum Erfolg. Das ist unser größter Trumpf. Heute steht nicht mehr so sehr die Umverteilungsgerechtigkeit im Mittelpunkt. Heute geht es um die Teilhabegerechtigkeit. Es geht darum, wie unser Kardinal Marx in München immer sagt, ihr müsst durch unser Bildungssystem die Menschen in die Lage versetzen, dass sie sich in dieser komplizierteren Welt zurechtfinden, Persönlichkeiten ausbilden. Darum geht es heute. Menschen durch die Ausbildung in die Lage zu versetzen, selbst Einkommen zu erzielen, Vermögen zu bilden, am kulturellen Leben teilzuhaben. Das ist unser Auftrag. Und liebe Freunde, den haben wir bestens erfüllt. Alles, was wir in die Bildung junger Leute stecken, ist weitaus kostengünstiger als später gebrochene Lebensbiografien über die Jugendhilfe zu korrigieren, liebe Freunde. Ist weitaus billiger. Und deshalb bin ich dankbar der Landtagsfraktion, dem Kultusminister, seinem Staatssekretär, dass wir mittlerweile mehr als ein Drittel unseres Landeshaushaltes für die Bildung unserer Jugend ausgeben. Mehr als ein Drittel, liebe Freunde, das liegt Lichtjahre vor allen Bildungsausgaben anderer Bundesländer. Und das ist gut angelegtes Geld für die Zukunft. Und wenn ich eingangs davon sprach, wir müssen Bleibendes schaffen für unsere Kinder, dann zählt an erster Stelle die Bildung als Rüstzeug für das ganze Leben. Und da bin ich stolz drauf, was wir in diesen 4 Jahren, was aber alle meine Vorgänger über Jahrzehnte geleistet haben, wir bauen darauf auf, und in welche Richtung es in der Bildungspolitik weitergeht. Wir bleiben bei einem differenzierten, auf die einzelnen Menschen und ihre Fähigkeiten abgestimmte Bildungspolitik. Da wird sich nichts ändern. Und auf diese Auseinandersetzung freue ich mich, liebe Freunde. Da geht es um eine grundsätzliche gesellschaftspolitische Weichenstellung. Und da dürfen wir nicht wackeln. Denn, liebe Freunde, wir haben auch keinen Grund zu wackeln. Wir sind hier Rekordmeister, wenn es um das Sammeln der ersten Plätze geht. Es gab in den letzten gut 10 Jahren 15 unabhängige Bildungsvergleiche. 13 Mal war der Freistaat Bayern an erster Stelle, 2 Mal temporär an zweiter Stelle. Aber nur temporär. Wir haben es in überschaubarer Zeit immer wieder geschafft, dann wieder den ersten Platz zu erreichen. Danke. Das ist ein großer Erfolg. Ist auch eine Gemeinschaftsleistung. Nun erleben wir ja wieder ein Phänomen. Unsere politischen Gegner haben ja zunächst gemeint, man käme am weitesten, wenn man über Bayern nörgelt. Dann haben sie festgestellt, das hört die bayerische Bevölkerung nicht so gern. Und jetzt haben sie diese bekannte Strategie, wir wollen nicht alles anders, aber vieles besser machen. Und deshalb ist es durchaus einmal angezeigt, sich anzuschauen, wie ist es denn dort, wo Rot oder Grün und Rot gemeinsam regieren. Überall, wo sie regieren, geht es den Menschen schlechter. Mehr Bedürftige, mehr Hartz-IV-Empfänger, mehr Arbeitslose. Das ist doch die Realität in Berlin, in Bremen und in Nordrhein-Westfalen. Und sie sind die Schuldenkönige. Der SPD-Kanzlerkandidat, liebe Freunde, und das müssen wir immer und immer wieder sagen, hat in seinen 3 Jahren als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen
mehr Schulden gemacht als Bayern in 60 Jahren. In 3 Jahren mehr Schulden als Bayern in 60 Jahren. Und deshalb sage ich, Steinbrück ist kein Macher, das ist ein Schuldenmacher. Und das müssen wir immer und immer wieder sagen. Ein Schuldenmacher. Schauen wir uns mal das Nachbarland Baden-Württemberg an. Es geht um die Regierung, nicht um die Menschen dort, Volker, schon gar nicht um die CDU. Die grün-rote Landesregierung kürzt. Die haben jetzt den Praxisschock. Alles vergessen, was sie im Wahlkampf der Bevölkerung gesagt haben. 2200 Lehrerstellen werden abgebaut. Das Landeserziehungsgeld, das bei uns die Unterstützung der Familien ist, die besonders wenig Einkommen haben, wird in Baden-Württemberg abgeschafft. Der kommunale Finanzausgleich wird zusammengestrichen. Das ist die Bilanz dort, wo Grün und Rot regieren. Kürzungen bei der Bildung, Kürzungen bei den Familien und bei den Kommunen. Und liebe Freunde, wer bei den Familien, bei den Kommunen, bei der Bildung kürzt, muss uns nichts erzählen, wie man mit den normalen und kleinen Leuten umgeht. Das ist die Realität in Baden-Württemberg. Mit mir ist keine einzige Lehrerstelle abgebaut worden. Wir haben in Bayern 8.200 Lehrerstellen zusätzlich geschaffen. Wir haben über 40.000 Studienplätze geschaffen. Dazu die 3.000 Planstellen, die man braucht. Mit mir wird es auch keine Abschaffung des Landeserziehungsgelds für die Familien geben, auch wenn das Betreuungsgeld kommt. Bleibt es bei dem Landeserziehungsgeld für Bezieher von kleinen Einkommen? Und der kommunale Finanzausgleich bleibt auf Rekordniveau. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und deshalb, liebe Freunde, sage ich gerade an die Kommunalpolitiker, Bürgermeister, Stadträte, Gemeinderäte, Kreisräte, ihr wisst, was wir alles für die Kommunen erreicht haben. Wir haben einen kommunalen Finanzausgleich mit 7,7 Milliarden. Das ist Rekordstand in der Geschichte des Freistaats Bayern. Wir haben den Erhalt der Gewerbesteuer geschafft gegen manchen Widerstand in Berlin. Worauf ich besonders stolz bin, dass die Grundsicherung im Alter und für Erwerbsunfähige nicht so wie Schröder und Fischer sie eingeführt haben, von den Kommunen finanziert wird. Die sind kein Rentenversicherungsträger, sondern jetzt wieder vom Bund übernommen wird, liebe Freunde. Das ist eine Entlastung über Milliarden. Und unser Wort gilt, wir haben auch erreicht, dass eine gesellschaftliche Schiefstellung korrigiert wird, nämlich dass die Eingliederungshilfe für Behinderte künftig nicht mehr der Fürsorge, der Sozialhilfe zugeordnet ist, sondern durch ein Bundesleistungsgesetz geregelt werden soll. Auch das wird die Kommunen entlasten. Aber noch wichtiger ist die gesellschaftspolitische Weichenstellung, liebe Freunde, dass für die behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht so wie vor 40 oder 50 Jahren verabschiedet, die Fürsorge zuständig ist, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir aus Steuermitteln bestreiten müssen. Das ist der wichtige Unterschied. Und wenn wir darüber reden, wie geht es Bayern? Und ich gelegentlich sage in Anwesenheit von Bischöfen, wir sind zwar nicht das Paradies, aber die Vorstufe zum Paradies. Dann, liebe Freunde, hat es auch eine Ursache neben Bildungspolitik und vielen anderen Sachen. Dann ist es die Kommunalfreundlichkeit Bayerns. Es kann Bayern insgesamt nicht gut gehen, wenn es den bayerischen Kommunen nicht gut geht. Das ist unsere Motivation, den Kommunen unter die Arme zu greifen. Und wir können nicht realisieren unseren Grundsatz gleicher Lebensbedingungen überall im Lande, wenn wir nicht die Kommunen bei ihrer Arbeit unter die Arme greifen, liebe Freunde. Das ist eigentlich unser Ansatz. Und deshalb begegnet diesem Argument, es geht in Bayern zwar nicht schlecht, aber wir würden es besser machen.
verweist darauf, wie es in NRW aussieht mit der Verschuldung, in Baden-Württemberg, in Berlin, in Hamburg, in Bremen, überall dort, wo die Sozialdemokraten oder die Grünen in der Verantwortung stehen. Das Dritte ist die Familienpolitik. Es ist viel dazu gesagt worden, auch ich gehe davon aus, Volker, dass wir das Betreuungsgeld bekommen. Auch die Diskussion, braucht der Seehofer jetzt für diesen Parteitag unbedingt schon die Verabschiedung des Betreuungsgeldes, das ist fast eine unwürdige Begleitung. Wir werden es bekommen. Und wir haben die Unterstützung der Kanzlerin und, lieber Volker Kauder, auch der Fraktion, nachdem sich ja CDU und CSU auf ein einheitliches Konzept verständigt haben. So wie die Kommunen, liebe Freunde, das Rückgrat unseres Staates sind, so sind die Familien die Keimzelle der Gesellschaft. Und deshalb werden CDU und CSU immer Familienparteien bleiben. Und ich bin froh, dass wir vieles tun. Hier in Berlin, die ganze Legislatur begann mit der Erhöhung des Kindergeldes, der Kinderfreibeträge, fast schon wieder vergessen. Ich habe übernommen etwa 13% Kinderkrippenplätze. Wir nähern uns jetzt der 40%. Ich habe in einer sehr emotionalen Rede zur mitternächtlichen Stunde im Landtag einmal darauf hingewiesen, was alles in Bayern da geschieht, weil wir immer in dem Verdacht stehen, wir hätten ein veraltetes Familienbild. Wir sind für diese Familienfreiheit, für die Wahlfreiheit, die die Kanzlerin gestern genannt hat. Es gibt kein westdeutsches Bundesland, wo mehr Frauen berufstätig sind als im Freistaat Bayern. Wir haben ein Landeserziehungsgeld für Bezieher besonders niedriger Einkommen. Wir, liebe Freunde, haben die Kinderkrippenplätze massiv nach oben geschraubt. Wir geben eine Kinderkrippengarantie. Jeder, der in Kinderkrippen investiert, hat die Garantie, unabhängig von den zur Verfügung gestellten Mitteln des Haushaltes, dass er auch auf höchstem Niveau gefördert wird. Also von 13% auf fast 40%. Und liebe Freunde, wir nehmen aber auch ernst, was wir bei der Verabschiedung des Rechtsanspruches zu den Kinderkrippenplätzen festgelegt haben. Wir unterstützen gerne alle Familien, die Berufstätigkeit und Kindererziehung miteinander verbinden und deshalb Kinderkrippenplätze brauchen. Darunter sind nicht wenige Alleinerziehende. Aber, liebe Freunde, wir dürfen auch die 2/3 der Familien in Bayern nicht aus dem Auge verlieren im Sinne der Wahlfreiheit, die vorübergehend ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, um in den ersten Lebensmonaten die Kinderbetreuung in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen. Das ist der Grund für die Kinderbetreuung. Und ich sage euch, die Propaganda gegen das Betreuungsgeld ist kein Ruhmesblatt für die politische Kultur in Deutschland. Was für eine Arroganz ist damit verbunden worden? Über Monate, ja über Jahre wurde von der Herdprämie gesprochen. Wenn man von einer Herdprämie sprechen wollte, könnte man es beim Elterngeld tun im ersten Lebensjahr des Kindes. Denn das Elterngeld setzt voraus, dass ich die Berufstätigkeit beende, unterbreche oder wesentlich einschränke. Wir haben das als CSU nie getan, weil wir gesagt haben, das ist entschieden, das ist auch eine Möglichkeit der Wahlfreiheit. Wir haben es aber nie diffamiert, obwohl dort genau das zutreffen würde, was uns beim Betreuungsgeld als Herdprämie entgegengehalten wird. Dazu kommt, dass es objektiv falsch ist. Denn der Anspruch auf Betreuungsgeld setzt nicht voraus, dass man die Erwerbstätigkeit beendet oder unterbricht oder einschränkt. Und deshalb ist es eine blanke Diffamierung des Betreuungsgeldes, sie als Herdprämie abzuqualifizieren. Herdprämie soll ja sagen, die CSU hat dieses Frauenbild, die sollen zu Hause bleiben und am Herd stehen. Das ist beim Betreuungsgeld nicht der Fall. Und ich habe Tag der offenen Tür als Bundesratspräsident des Deutschen Bundesrates in Berlin gemacht, proppenvoll eine Diskussion mit mir und dann genau diese Frage, Herdprämie.
Und ich habe dann dieser Frau geantwortet und habe mit Sicherheit den gleichen Beifall erhalten wie Sie bei der Fragestellung. Das ist ein Problem unserer Zeit, liebe Freunde, dass die Informationen in Häppchen verabreicht werden, meistens noch falsch, und dass es deshalb so notwendig wie selten zuvor ist, die Zusammenhänge klar darzustellen, die geistige Grundlage unserer Handlungen darzustellen, den Menschen zu vermitteln, also Politik des Dialogs, der Transparenz zu betreiben. Und ich nehme ein Wort eines Ministers, bei dem ich einige Jahre als Staatssekretär in Ausbildung war, der mir gesagt hat, du musst es mindestens 12-mal sagen, damit es einmal wahrgenommen wird. Und ich bitte euch, immer und immer wieder diese Dinge zu sagen. Das war die eine Diffamierung. Und die zweite Diffamierung war, wir können den Menschen das Geld nicht in die Hand geben. Die brauchen nicht Bargeld, sondern Gutscheine. Ich habe dann immer gefragt, was wollt ihr? Einen Gutschein an ein Kind nach 12 Monaten verabreichen, einen Gutschein für Klavierspielen oder Ähnliches. Aber dahinter steht eine ganz schlimme Ideologie. Nämlich, die Eltern könnten nicht verantwortlich mit einer Unterstützung des Staates zugunsten ihrer Kinder umgehen. Und dann kommt es, die bildungsfernen Schichten, geringe Einkommen, Migrationshintergrund. Liebe Freunde, das ist eine maßlose Arroganz. Es gibt auch eine Kinderliebe in Hartz-IV-Haushalten, liebe Freunde. Und deshalb werden wir mit allem Nachdruck diese Familienpolitik vorantreiben. Wir werden auch, Christine, ja in absehbarer Zeit im Bayerischen Landtag die weitgehende Befreiung von den Kindergartengebühren im dritten Kindergartenjahr beschließen. Ich möchte noch an die FDP heute appellieren, dass sie das, was wir genau vor einem Jahr vereinbart haben in Berlin, dass sie das auch einhält. Liebe Freunde, Koalitionspartner müssen sich aufeinander verlassen können. Und wenn man etwas vereinbart hat, muss man es auch einlösen. Meine Tochter, meine große Tochter schreibt gerade hat in Kopenhagen begonnen, ihren Master zu schreiben. Alle drei erwachsenen Kinder, komischerweise in Betriebswirtschaft. Das konnte ich mir mal als Herz-Jesu-Sozialist eigentlich nicht so richtig vorstellen, aber es ist so. Und die hat mir erzählt, du machst dir keine Vorstellungen, welche Rahmenbedingungen für die Familien in Dänemark gegeben sind. Und sie hat mir dann erzählt von Müttern, die einfach ihre Berufstätigkeit unterbrechen können, wenn das Kind zum Arzt muss, ohne dass man große Urlaubsanträge stellt. Die Unternehmer legen Wert darauf, dass sie schlicht und einfach ihre Arbeit machen, aber dass sie das verbinden mit der Kindererziehung. Und das wird bei uns auch wichtiger werden, je stärker die Nachfrage nach Fachkräften wächst. Und deshalb, liebe Freunde, können wir uns nicht zurücklehnen, nicht reduzieren auf Betreuungsgeld, Befreiung von Kindergartengebühren oder auf Kinderkrippen. Sondern was wir brauchen in Deutschland und in Bayern, eine familiengerechte Wirtschaft. Da appelliere ich auch an die bayerische Wirtschaft, die Bedingungen noch familiengerechter zu gestalten. Es gibt da gute, positive Beispiele und nicht darauf Wert zu legen, dass sich die Familien wirtschaftsgerecht verhalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das wird auch ein Mittelpunkt unserer langfristigen Strategie sein. Wir wollen neben der Bildung das Familienland, das familien- und kinderfreundlichste Land werden in der Bundesrepublik Deutschland. Liebe Freunde, die CSU, es ist oft genug gesagt worden, es muss nur immer wieder unterlegt werden mit tatsächlichem Handeln, ist und bleibt eine Partei der kleinen Leute. Mich hat an unserer CSU immer fasziniert, dass alle Gruppen unserer Gesellschaft sich hier wie in einer großen Familie wiederfinden, dass bei uns nie Klassenkampf, sondern immer Sozialpartnerschaft gelebt wurde,
dass sich die Menschen ohne sozialen Schranken begegnen. Man sieht es auch bei der Zusammensetzung unseres Parteitages. Und es wird immer so sein, wir werden nie eine Partei des Klassenkampfes, sondern immer der sozialen Partnerschaft. Und wir werden immer dafür sorgen, dass in Bayern niemand am Wegesrand zurückbleibt. Deshalb auch mein Plädoyer für Inklusion und für die Förderschulen für Behinderte. Und wir werden, liebe Freunde, immer auch eine Partei für die kleinen Leute bleiben. Für den kleinen Handwerksmeister wie für den kleinen Arbeitnehmer. Immer eine Partei für die kleinen Leute. Und da haben wir einige Dinge zu lösen. Das eine haben wir heute beschlossen. Da geht es nicht darum, auf Pump etwas umzuverteilen, etwas neu zu verteilen, sondern es geht darum, ein existenzielles System, nämlich unsere Alterssicherung, lebensfähig zu halten, auch morgen und übermorgen. Und nachdem ich ja aus dem Feld auf dem Feld ein bisschen was verstehe, will ich nur sagen, Volker, ich bin sehr froh, dass wir dies angehen. Wir müssen es so angehen, dass wir alles, was wir zusagen, auf Dauer auch durchhalten. Aber eines muss glasklar sein. Eine Alterssicherung, wie Krautkrämer sagte, die auf dem Umlagesystem beruht, also nicht darauf schwerpunktmäßig, dass man etwas anspart, im Alter dann das Angesparte verwendet zur Alterssicherung, sondern ein System, das darauf beruht, dass mit den Beiträgen von heute auch die Leistungen von heute bezahlt werden. Ja, liebe Freunde, ein solches System wird nicht nur bezahlt durch die Rentenversicherungsbeiträge. Ein solches System wird auch von jenen bezahlt, die Kinder großziehen, denn die Kinder von heute sind die Beitragszahler und damit die Sicherung des Alterssystems in der Zukunft. Das sind die beiden Säulen. Und deshalb sagen wir, wer Kinder erzieht, wer Angehörige pflegt, wir haben das heute gemeinsam beschlossen, das ist Familienarbeit. Und die Familienarbeit müssen wir in der gesetzlichen Rentenversicherung viel stärker berücksichtigen, als dies heute der Fall ist. Insbesondere für jene, die vor 1992 Kinder großgezogen haben, die oft ihre Erwerbsbiografie dann abgebrochen haben. Das spricht übrigens auch gegen die Abschaffung des Ehegattensplittings. Liebe Freunde, das wäre die größte Ungerechtigkeit, zu sagen, vielen Dank, Sie haben jetzt drei Kinder großgezogen und wenn die drei Kinder aus dem Haus sind, dann besteuern wir dich dafür höher, liebe Freunde. Das kann ja nicht die Antwort sein. Das kann ja nicht die Antwort sein. Und deshalb war es sehr in Ordnung, dass wir heute beschlossen haben, und da werden wir dafür kämpfen, dass die Familienarbeit in der gesetzlichen Rentenversicherung stärker berücksichtigt wird. Das führt dazu, dass in vielen Fällen die Altersarmut vermieden wird, deutlich abgeschwächt wird. Wissen Sie, wie die Kanzlerin gestern zu Recht sagt, wenn jemand für sich ein Lebensresümee zieht und sagt, ich habe jetzt 40, 45 Jahre gerackert, ich habe gearbeitet, ich habe Kinder großgezogen, ich habe meine Mutter gepflegt und dann auf seinen Rentenbescheid schaut und sagt, jetzt bin ich zum Dank dafür bei dieser Gesellschaft Fürsorgeempfänger. Das ist nicht unser Gesellschaftsbild, liebe Freunde, nach 40, 45 Jahren. Und deshalb ist dies die erste Antwort, wenn ich spreche für die kleinen Leute. Wir sagen in der Gesundheit nicht aus Bösartigkeit, überlegt euch erst einmal, ob wir wirklich die Praxisgebühr abschaffen sollen. Der Alois Glück erzählt mir heute von Problemen in der Versorgung bei Hospiz und bei Palliativpatienten. Wir wissen, dass ein Viertel der Krankenhäuser gerade im ländlichen Raum derzeit defizitär arbeiten. Ja, liebe Freunde, wenn wir schon 20 Milliarden Überschuss haben und darauf werden wir Wert legen in Berlin,
dann müssen wir erst einmal die Frage stellen, haben wir in unserem Gesundheitswesen Defizite bei schwer und schwerstkranken Menschen, wo es bei 20 Milliarden Rücklage eher angezeigt ist, wir helfen kranken Menschen, als dass wir diese Rücklage einfach wieder verteilen. Liebe Freunde, das ist unser Ansatzpunkt. Und das Dritte, auch da kommt es jetzt auf die ganz präzise Formulierung unseres Ziels an. In einer modernen, hochentwickelten sozialen Marktwirtschaft sollte es schon selbstverständlich sein, dass ein Mensch, der Vollzeit beschäftigt ist, von dem Lohn, den er bekommt, auch seine Existenz bestreiten kann. Darüber sollten wir Konsens haben. Und ich bin ein großer Anhänger der Tarifhoheit und bin überall, wo Tarifverträge bestehen oder bestehen können wegen der Tarifbindung, dafür, dass dies die Tarifpartner lösen. Aber, liebe Freunde, ich bin gegen gesetzlichen Mindestlohn. Ich bin dafür, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften die Lohnfindung auch des Mindestlohnes dort machen, wo es keine Tarifverträge gibt. Und ich bin dafür, dass wir dies differenziert machen. Wir können nicht einen Mindestlohn für die ganze Bundesrepublik Deutschland bekommen. In der Uckermark, die gestern hier zu Gast war, ist es ein bisschen anders als in der Landeshauptstadt München. Und deshalb würde ich uns empfehlen, dass wir mit Nachdruck, und es muss jetzt endlich auch mal Wirklichkeit werden, dafür eintreten, dass Menschen, die ganz beschäftigt sind, Vollzeit beschäftigt sind, und übrigens bei der Situation, dass wir die meisten Beschäftigten aller Zeiten haben, weise ich ganz nebenbei darauf hin, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten den Höchststand in unserer Geschichte erreicht hat. Nicht die prekären Verhältnisse, sondern die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen. Dass jemand, der ein sozialversicherungspflichtiges Vollzeitbeschäftigungsverhältnis hat, die einen Lohn bekommt, von dem er seine Existenz oder sie ihre Existenz bestreiten können. Das muss gesellschaftlicher Konsens sein. Und dass die Lohnfindung bei den Arbeitgebern und Gewerkschaften liegt und dass diese Lösung branchenspezifisch und auch regional differenziert erfolgt. Und ich bitte euch, wo immer es steht, es freut mich, Hans Michelbach, dass du zustimmend nickst. Das ist ja fast schon die halbe Miete bei der Umsetzung, wenn der Vorsitzende des Mittelstandes zustimmend nickt, dass wir das hinbekommen. Liebe Freunde, wenn wir über Altersarmut reden, wenn wir über soziale Gerechtigkeit in unserem Lande reden, dann beginnt die Gerechtigkeit nicht am Schluss in der Umverteilung, sondern die Gerechtigkeit beginnt da, wo wir gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen schaffen, dass die leistungsbereiten Menschen in unserer Gesellschaft aus eigener Kraft für ihren Lebensunterhalt arbeiten können. Wir haben in Bayern in weiten Bereichen Vollbeschäftigung. Übrigens stimmt der Satz. Es stimmen ein paar Sätze, habe ich jetzt in den letzten 4 Jahren gelernt, die ich früher nicht immer so durchschlagend gesehen habe. Der Satz stimmt schon. Die sozialen Verhältnisse in einem Land richten sich ganz gewaltig danach, ob es Wirtschaft und Politik gelingt, Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche mir nicht, dass wir in den nächsten Monaten bei abflachender Konjunktur wieder über Arbeitsplatzsicherheiten zu diskutieren haben. Wir sind mit Abstand, den letzten Schmerz, den ich dir zufügen muss, Volker, mit Abstand in der Beschäftigung die Nummer 1 in Deutschland. Mit Abstand. Und liebe Freunde, das ist keine Helden-Selbstverehrung eines Politikers, sondern es verdanken wir einer hochdynamischen, innovativen Wirtschaft im Freistaat Bayern, dem Mittelstand, dem Handwerk, der Landwirtschaft, den freien Berufen und auch unseren großen Flaggschiffen, die ein hohes Maß an sozialer Verantwortung in unserer Marktwirtschaft zeigen. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei den Frauen und Männern, die in der bayerischen Wirtschaft dafür sorgen, dass wir gute, weltweit operierende Unternehmen haben, die Produkte herstellen, die weltweit führend sind
und die ihrer sozialen Verantwortung in all den schwierigen Jahren bei Wirtschafts- und Finanzkrise nachgekommen sind. Ein Vergeltsgott unserer bayerischen Unternehmerschaft, das ist eigentlich das Geheimnis des Erfolges, wenn ich heute von Vollbeschäftigung in den meisten Regionen reden kann. Danke. Wir haben immer ein Prinzip gehabt in Bayern. Und das muss man gelegentlich dann auch Koalitionspartnern Schritt für Schritt vermitteln. Wir waren immer das Land der sozialen Marktwirtschaft. Aber wir haben unter sozialer Marktwirtschaft immer verstanden, eine Partnerschaft zwischen der Wirtschaft und der Politik. Nie in der Weise, dass sich die Politik operativ in das Geschäft einmischt. Das ist in der Marktwirtschaft nicht unsere Aufgabe und es wäre auch bei uns nicht gut aufgehoben. Aber wir reden mit der bayerischen Wirtschaft. Ich möchte mal ganz herausheben, die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, mit der man wirklich die alles andere als dazu neigt, uns mit Lob zu überschütten. Also durchaus kritisch, aber die viel bewirkt in Bayern im Sinne dieser Partnerschaft, von der ich rede. Wo wir sagen, wir brauchen oder wir haben diese und jene strukturpolitische Überlegung. Wenn ihr investiert, schaut einmal, ob ihr das nicht einbinden könnt in unsere Überlegungen. Und wenn dann die Bildungseinrichtungen der bayerischen Wirtschaft in Marktredwitz dann eine Bildungseinrichtung der Wirtschaft errichtet, in Oberfranken, dann ist dies kein Eingriff durch die Politik in das operative Geschäft, sondern es ist die Berücksichtigung strukturpolitischer Ziele in Bayern. Und wenn die Firma Siemens mir sagt, okay, wenn ihr in Unterfranken, in Bad Neustadt, wenn ihr da Sorgen habt mit der Struktur, mit den Arbeitsplätzen, wir müssen hier die Elektromotoren und ihre Produktion beenden, aber wir überlegen mal im Konzern, was wir stattdessen investieren können. Den schönen Satz von Löscher, wollt ihr ein Industriemuseum oder wollt ihr Zukunftsarbeitsplätze? Und die Wirtschaft hält dann Wort. Heute haben wir mehr Arbeitsplätze dort als vor der Krise. Das Gleiche gilt übrigens für Fürth. Dann, glaube ich, wird verständlich, was wir unter sozialer Marktwirtschaft, nämlich unter aktiver Wirtschaftspolitik verstehen. Nicht das operative Geschäft, nicht Planwirtschaft, sondern den regelmäßigen Gedankenaustausch zwischen Wirtschaft und Politik. Und wenn sich dann das Handeln gegenseitig ergänzt, dann blüht ein Land, wie ich eingangs sagte, wie der Freistaat Bayern. Und ich möchte, dass wir diese Partnerschaft mit der bayerischen Wirtschaft auch fortführen. Das ist ein Erfolgsmodell in ganz Europa. Und ich lege da größten Wert darauf. Und das ist nicht von mir erfunden. Das habe ich so vorgefunden. Deshalb konnte Franz Josef Strauß wegen dieser Partnerschaft und klarer Definition von Strukturzielen für Bayern dieses Land zum Industrieland führen. Deshalb konnte Edmund Stoiber dieses Land noch weiterentwickeln zum Hightech-Land. Und deshalb haben wir heute jetzt gerade beschlossen, die dritte Aufgabe, die dritte industrielle Revolution, und das wird der Schwerpunkt in der nächsten Legislaturperiode sein, nämlich die Digitalisierung Bayerns, von der digitalen Fabrik bis zu den Schulen, über die Wissenschaft in allen Bereichen. Liebe Freunde, so wie wir in den meisten Bereichen führend sind, will ich, dass Bayern auch in der Digitalisierung die Nummer eins auf der Welt wird. Kein Land tut mehr auf diesem Feld als wir. Kein Land tut mehr. Das Zweite, was ich gelernt habe, was ich früher nicht immer so gesehen habe, Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Und deshalb, liebe Freunde, ist die Grundlage für vieles, was wir tun, eine dynamische, pulsierende Wirtschaft. Und wir müssen hier immer versuchen, an der ersten Stelle zu stehen.
Wir haben ja Gott sei Dank viele, viele Partnerschaften. Deshalb sagte ich eingangs, wir sind in der ganzen Welt respektiert. Von Kanada über Moskau, Südafrika, Bangalore, Lateinamerika, Georgia, mit den europäischen Nachbarn sowieso. Und liebe Freunde, wo immer ich da hinkomme, die Bayern sind schon da. Und es sind Unternehmer, die Türen öffnen, die manchmal zu den Regierungszentralen leichter Zugang haben als ein bayerischer Ministerpräsident. Und es ist gut so. Wer beim Euro gerne mal nur die Währung im Blick hat und nicht die Vernetzung der bayerischen Wirtschaft, der bayerischen Finanzwelt in der ganzen Welt, dem will ich nur eine einzige Zahl sagen. Über 70% dessen, was in Bayern produziert wird, was an Dienstleistungen angeboten wird, wird in Europa abgesetzt und verkauft. Über 70%. Ich habe bei der ersten Griechenlandhilfe mir mal den Spaß gemacht, einige Versicherungen und Banken in Bayern anzurufen. Wie würde sich denn auswirken, wenn man manchem Wissenschaftler folgen würde? Cut. Ich habe diese Anrufe nach 4 Telefonaten eingestellt, weil mir da schlagartig klar wurde, wie vernetzt die Welt mittlerweile ist und dass man bei all diesen Dingen, und das haben wir seitdem immer getan, wenn es um Währungsstabilität, um Inflationsabwehr und all diese Dinge geht, haben wir immer eine sehr sorgfältige Güterabwägung durchgeführt, auch mit Arbeitsplätzen und der Wirtschaft. Und ich denke, ich komme bei Europa noch mal darauf zurück, wir haben da keinen Fehler gemacht in den letzten 3 Jahren. Das Zweite, was ich sagen wollte, was ich auch jetzt in diesem Amt gelernt habe, und man wird nicht so alt, dass man nicht noch was lernen könnte, ist, die Länder und die Gesellschaften, die solide Finanzen haben, haben auch eine starke Wirtschaft. Und deshalb ist die Schlussfolgerung, die finanziell soliden sind die wirtschaftlich Starken absolut zutreffend. Wir haben solide Finanzen. Wir sind seit einigen Jahren ohne Neuverschuldung. Erlaube mir ganz freundschaftlich, harmonisch als Anmerkung, ich wollte das gestern nicht tun aus Furcht, dass es noch 2 Länder gibt im Osten, die auch Schulden vermeiden, aber die bekommen halt ein Finanzausgleich. Es war jetzt keine Abkehr von der gestrigen Harmonie. Man kann ja gar nicht vorsichtig genug sein. Ich werde die Kanzlerin dann gleich anschließend anrufen und sagen, dass das nur eine sachliche Bemerkung war. Aber wir vermeiden dies jetzt das 8. und 9. Mal neue Schulden. Und ich habe mir in Kreuz war das, sehr genau überlegt, Anfang des Jahres, ob man mit einem Punkt in die Öffentlichkeit tritt, der kühn ist, der anspruchsvoll ist. Aber Kühnheit würde nicht reichen. Er muss auch ehrlich realisierbar sein. Und deshalb habe ich in Kreuz der Landtagsfraktion vorgeschlagen, dass wir in Bayern damit beginnen, nicht nur neue Schulden zu vermeiden, sondern alte Schulden zurückzubezahlen. Völlig unmöglich, Hans. Völlig unmöglich. Lieber Edmund, es war die gleiche Argumentation, die du erlebst hast. Unmöglich, Schall, Rauch, Luftballon und so weiter. Wir kennen das alles. Berührt uns nur nicht. Und jetzt, das war im Januar dieses Jahres. Und liebe Freunde, seit dem Zeitpunkt haben wir im Nachtragshaushalt und jetzt im Entwurf des Doppelhaushaltes und auch in der mittelfristigen Finanzplanung annähernd 10% unserer Altschulden zurückbezahlt. Bayern wird das erste Land in Europa sein, das auch seine Altschulden bis zum Jahre 2030 zurückbezahlt hat. Das erste Land in Europa. Und das ist bleibend, die Bildung, die Arbeitsplätze mit der richtigen Politik, jetzt die Finanzpolitik.
Das ist etwas Bleibendes, was wir für die nächste Generation schaffen. Es gibt nicht nur die Gerechtigkeitsfrage zwischen Arm und Reich, es gibt auch die Gerechtigkeit zwischen heute und morgen. Und es ist moralisch nicht gerechtfertigt, sich in der Gegenwart mehr zu leisten, als man verdient, um damit die Zukunft der jungen Generation zu zerstören. Da gibt es kein Recht dazu. Wenn Sie das jetzt vergleichen, in Nordrhein-Westfalen 4,6 Milliarden neue Schulden, Grün-Rot in Baden-Württemberg 3,3 Milliarden neue Schulden. Das macht den Unterschied aus zwischen Bayern und anderen. Unser Erfolg kommt nicht aus Zufall. Das ist das Ergebnis einer ganz klaren Grundlage, geistigen Grundlage unserer Politik. Und einer der wichtigsten Pfeiler und gleichzeitig unserer größten Trümpfe ist die Finanzpolitik, die Stabilitätspolitik, die wir haben. Und die setzen wir fort. Und ich möchte mich mal bei allen Abgeordneten bedanken. Ich meine, natürlich sprudeln die Steuerquellen, sind wir auch dankbar. Jetzt kann man endlos darüber reden, war die florierende Wirtschaft die Folge einer Politik oder haben wir jetzt eine florierende Politik wegen einer guten Wirtschaft? Das ist eine endlose Diskussion. Aber meine Damen und Herren, wenn die Steuerquellen sprudeln, kommt es entscheidend darauf an, wie verantwortlich Politik mit den Steuergeldern umgeht. Und ich bin unendlich dankbar, das gilt jetzt für die ganze Landtagsfraktion, dass eine Landtagsfraktion, wenn da so 2-3 Milliarden offiziell als Schatz des Finanzministers rumliegen, ich sage offiziell deshalb, weil ich jetzt auch gelernt habe, dass der Einzige, der wirklich weiß, wie viel Geld wir tatsächlich haben, der bayerische Finanzminister ist. Er hat immer eine letzte Patrone und dann hat er noch mal eine letzte Patrone, aber jetzt ist dann die allerletzte. So gehen meistens Haushaltsberatungen, lieber Markus. Aber dass eine Fraktion immerhin im Vorfeld von Wahlkämpfen nicht den Anspruch erhebt, wenn die Milliarden schon da sind, dann geben wir sie auch aus. Da könnte man doch die Milliarden durch alle Wahlkreise teilen und dann auf jeden Wahlkreis das so schön verteilen, dass das Wohlbefinden der Abgeordneten so groß ist, dass die Wiederwahl des Ministerpräsidenten gewährleistet ist. Das könnte man sich vorstellen. Aber dass die Abgeordneten hergehen und sagen, nein, wir halten fest an einer Stabilitätspolitik. Wir gehen sogar noch her und bedienen wieder regelmäßig die Versorgungsrücklage unserer Beschäftigten, damit wir nicht wie manche Südeuropäer in 20 Jahren zum Dank für die Leistung unserer Beschäftigten die Pensionen kürzen müssen. Ja, liebe Freunde, Vermeidung von Schulden, Rückzahlung von Altschulden, gleichzeitig Vorsorge für unsere Beamtenpensionen, das suchen Sie mal in der ganzen Welt ein Land, das dies fertigbringt. Das gibt es nur in Bayern. Das gibt es nur in Bayern. Und diese Gerechtigkeit zwischen heute und morgen, Frau Alpsteiger, das haben Sie vielleicht gemeint, als Sie sagten, Ministerpräsident für die Jugend. Das erschöpft sich nicht in Facebook-Partys, sondern da geht es darum, was schaffen wir, wie ich eingangs sagte, das ist eigentlich unser zentrales Anliegen. Was schaffen wir Bleibendes für die junge Generation? Wo unsere jungen Leute mal in der Zukunft sagen, jawohl, das haben uns unsere Vorfahren bewirkt. Die haben uns solide Haushalte hinterlassen, Finanzen, mit denen wir schnaufen können und die uns nicht erdrücken. Das ist genauso bleibend wie die Bildungspolitik als Rüstzeug fürs ganze Leben. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Obwohl dies so ist, dass wir mehr als ein Drittel für unsere Bildung ausgeben, obwohl es so ist, dass wir Schulden zurückzahlen, neue Schulden vermeiden und noch eine Versorgungsrücklage aufbauen, ist kein Land in Deutschland so solidarisch gegenüber den anderen Ländern wie der Freistaat Bayern. Wir zahlen mittlerweile mehr als die Hälfte des Länderfinanzausgleichs. Und liebe Freunde, wir zahlen da in einem Jahr mehr, als wir vorher in 40 Jahren bekommen haben. Das ist die Wahrheit. Wir sind solidarisch. Uns geht es auch nicht darum, diese Solidarität aufzukündigen.
Aber wenn ich dann meine Nachbarn im Bundesrat erlebe, den regierenden Bürgermeister von Berlin, der alleine 3 Milliarden bekommt, der mir dann in seiner Flapsigkeit sagt, wir sind arm, aber sexy, dann sage ich schon, wir sind solidarisch, aber nicht dumm. Und deshalb werden wir dies nicht hinnehmen. Wissen Sie, die können ja nicht einmal einen Flughafen bauen. Ja, liebe Freunde. Und deshalb sagt es, wann immer ihr den Freistaat Bayern verlasst, nach Sachsen, nach Thüringen oder nach Nordrhein-Westfalen, es geht uns nicht um die Aufkündigung der Solidarität. Aber, liebe Freunde, ich zitiere jetzt mal ausnahmsweise meinen Kollegen aus Stuttgart. Der hat gesagt, bei der Wirkungsweise des Länderfinanzausgleiches kann man nur sagen, das ist ein bescheuertes System. Wenn es der Horst Seehofer sagen würde, dann würden wieder Riesenabhandlungen erfolgen. Crazy Horst. Aber wenn es jemand aus Stuttgart sagt, dann sagt man, ja, jetzt wird vielleicht schon was dran sein. Wir bleiben bei unserem Wort. Ich habe mich monatelang auch als Bundesratspräsident bemüht, in Gesprächen mit den anderen Ländern eine Verhandlungslösung zu erreichen. Das ist im Föderalismus immer die beste Lösung. Aber wenn ich feststelle, gerade von Nordrhein-Westfalen her, dass nach 3 großen Runden, wie wir sagen, am Kamin, die anderen Ministerpräsidenten nicht bereit sind, sich auf eine Verhandlungslösung einzulassen. Ja, meine Damen und Herren, dann muss Politik auch handeln. Das bayerische Kabinett hat beschlossen, wir klagen nicht gegen den Finanzausgleich dem Grunde nach, sondern gegen seine Wirkungsweise, gegen seine Höhe. Und im Moment wird diese Klage vorbereitet durch Spezialisten. Und, liebe Freunde, ich werde über diese Klage und ihre Begründung den Bayerischen Landtag auch um ein Votum bitten, weil ich mal sehen möchte, wo die Patrioten Bayerns sitzen. Das möchte ich mal sehen. Oft genug gesagt, aber nur, dass ihr wisst, das ist auch ein wichtiger Punkt, alles angesprochen, darum sage ich es nur stichwortartig. Höherer Grundfreibetrag im Einkommensteuerrecht zur Sicherstellung des Existenzminimums, dass Menschen mit ihrem Existenzminimum steuerfrei bleiben, blockiert von der SPD und den Grünen im Bundesrat. Die kalte Progression eindämmen, was wir vorgeschlagen haben, und was der Bund in der Betroffenheit, in der finanziellen Betroffenheit den Ländern finanziell abnehmen würde. Die Kanzlerin hat es ja gestern gesagt. Der Bund sagt, wir wollen, dass das alte Gesetz, das übrigens Franz Josef Strauß so definiert hat, es gibt keine bessere Definition, der einmal gesagt hat, ein Steuersystem ist unmoralisch, wenn der Staat mehr als die Hälfte dessen, was fleißige Menschen zusätzlich verdienen, für seine staatlichen Zwecke abzweigt, liebe Freunde. Ein solches Steuersystem ist unmoralisch. Und es kann nicht so bleiben. Jetzt geht der Bund her und sagt, wir wollen die Progression abflachen, dass den fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr von dem, was sie zusätzlich verdienen, bleibt. Und die Kosten, die dadurch entstehen für die öffentlichen Hände, übernimmt der Bund. Man muss ja immer zweimal nachfragen, ist das wirklich so? Es ist so. Und trotzdem aus ideologischen Gründen blockiert die SPD, blockieren SPD und Grüne dies im Bundesrat. Das müsste immer draußen den Menschen sagen. Weil andere tun es für uns nicht. Wir betreiben die Politik für die kleinen Leute. Das sind nämlich sowohl beim Existenzminimum wie bei der Progression sind es die Krankenschwestern und Polizeibeamten. Und zwar die kleinen, die mittleren Beamten. Während, was machten unsere Konkurrenten? Höhere Einkommensteuer, höhere Steuer bei Kapitalerträgen, höhere Vermögensteuer. So teuer ist die Wahrheit mit Steinbrück. Das ist ja echt die Alternative. Und die müssen wir auch immer und immer wieder den Leuten sagen. Und schließlich noch Europa.
Auch darüber haben wir gestern sehr viel diskutiert. Und wir haben uns jetzt untergeordnet der Kanzlerin. Wir haben einen großen Richtungswechsel gestern beschlossen. Ist immer schwierig, das alles nachzuvollziehen. Ich sage noch mal zwei, drei Punkte, die uns wichtig waren und wichtig bleiben. Zum Ersten möchte ich mal feststellen, das ist ein großes Lob an die Landesgruppe und die Vorsitzende, aber an die ganze Bundestagsfraktion und auch an die Regierung. Man darf ja nicht mehr loben, dann ist das Unterordnung. Liebe Freunde, wir haben in diesem Punkt in den letzten 3 Jahren keinen Fehler gemacht. Deutschland und Bayern sind eine Insel der Stabilität. Und auf das möchte ich mal hinweisen, wenn wir immer gefragt werden, habt ihr jetzt einen Richtungswechsel oder nicht? Wir haben keinen Fehler deshalb gemacht, weil wir uns sehr, sehr bemüht haben, oft in harten Diskussionen, um diese Güterabwägung nationaler Interessen, auch bayerischer Interessen und europäischer Verantwortung. Ich habe ja die Zusammenhänge unserer europäischen Vernetzung genannt. Es ist kein Fehler passiert. Und liebe Freunde, deshalb ist Deutschland und deshalb ist Bayern eine Insel der Stabilität. Das möchte ich schon mal festhalten, dass wir das Resümee ziehen können. Wir haben keinen Fehler gemacht und wir haben mittlerweile positive Wirkungen. Die Haushaltsdefizite in Europa gehen zurück, gerade auch in diesen Ländern. Die ökonomischen Ungleichgewichte, Stichwort Handelsbilanzen, nehmen ab. Und in diesen Ländern sind wirksame Strukturreformen auf den Weg gebracht worden. Ich bin mir nicht sicher, welche Diskussion wir bei uns hätten, wenn wir vergleichbare Reformen zu begründen hätten. Aber die Maßnahmen beginnen positiv zu wirken. Das ist meine erste Feststellung. Das Zweite, wenn es immer um die Frage geht, wer hat welche Kompetenz, so wie ich bei der Bildung gesagt habe, ein Violinschlüssel für uns ist die Personalität. Es kann nicht um das Wohlergehen einer Organisation gehen, es kann nur um das Wohlergehen des einzelnen Menschen gehen. Das ist christliches Menschenbild. So ist ein Violinschlüssel die Subsidiarität. Nämlich zu sagen, übertrage einer größeren Einheit nichts, was eine kleinere genauso gut erledigen kann. Und deshalb gehört es zu unserem Selbstverständnis als CSU, und zwar nicht erst seit heute, sondern seit langer, langer Zeit, dass wir kein zentralistisches, bürokratisches Europa wollen, sondern ein Europa der Regionen und der Vielfalt. Und das bleibt auch unser Weg in der Zukunft. Und daran messen wir jede Maßnahme. Ich bin sehr damit einverstanden, Edmund, wenn sich die Europäische Union Regeln gibt, dass man dann auch der Europäischen Union die Möglichkeit gibt, die Durchsetzung dieser Regeln zu gewährleisten. Aber ich bin entschieden dagegen, dass wir zum Beispiel unsere Finanzkompetenz, unsere Haushaltshoheit von der Bundesrepublik Deutschland auf die Europäische Union übertragen. Da bin ich entschieden dagegen. Und das mögen jetzt unsere Europaabgeordneten bitte nicht als an Sie gerichtet betrachten, sondern ich meine, wie Sie sicher wissen, die Aktivitäten auch dort der Bürokratie. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sich dort manche Leute mehr um das beschäftigen, wo sie nicht zuständig sind und zu wenig dort, wo sie zuständig sind. Also Der Tachograph, die Insider wissen, um was es geht, 50, 100, 150 Kilometer für unseren Mittelstand. Oder diese absurde Überlegung, wirklich nicht von Abgeordneten, sondern das kommt aus dem System. Nämlich zu sagen, ja, das mit dem TÜV ist schön, aber das machen wir jetzt jedes Jahr und nicht alle 2 Jahre, hat mich mal zu der Bemerkung veranlasst, es scheinen da manche unterwegs zu sein. Ich sage ausdrücklich nicht unsere Abgeordneten, die da wirklich eine sehr gute Arbeit machen. Sondern ich sage, dass manche dort in der Brüsseler Verwaltung offensichtlich das Geschäftsmodell vertreten, wo gibt es noch einen Bereich, der noch nicht geregelt ist. Das ist ein ganz großes Problem, liebe Freunde. Und da darf man mir auch niemand böse sein. Ich werde da sehr, sehr drauf schauen, dass wir das Europa bekommen,
in der Zukunft, das wir wollen und für das die Leute auch begeistert sind. Ich bleibe dabei, Europa ist die genialste Idee der Nachkriegsgeschichte, nämlich miteinander die Probleme zu lösen und nicht gegeneinander in die Schlacht zu ziehen. Aber wir wollen das richtige Europa. Und liebe Freunde, lasst euch ja nicht in die Defensive drängen, als wären wir auf der Seite derer, die Europa gar nicht wollen. Ich sage, Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland und Europa unsere Zukunft. Aber das richtige Europa. Und deshalb ist es nicht verkehrt, wenn der Philipp Scharnagel ein Buch schreibt, Bayern kann es auch allein. Ich habe dir nicht zugesagt, dass ich ab morgen die juristische Unabhängigkeit Bayerns vertrete und betreibe. Aber mehr Freiheiten für Bayern, mehr Föderalismus, mehr Vielfalt, mehr Eigenständigkeit Bayerns, das können wir auch in Europa und Deutschland vertragen. Das ist meine feste Überzeugung. Und auch da, meine Damen und Herren, ein klarer Kurs, Europa der Regionen und der Vielfalt. Und die dritte Leitidee zu Europa ist, wir wollen eine Stabilitätsunion und keine Schuldenunion. Und das setzt euch mal weniger mit uns selbst auseinander, sondern mit dem, was der Kanzlerkandidat so vertritt, der in einer größeren Spiegelausgabe ja gesagt hat, natürlich muss Deutschland zahlen, der für die Eurobonds eintritt. Und manchmal hat man den Eindruck, da lebt die Linke Internationale wieder auf. Schuldenmacher aller Länder, vereinigt euch. Das ist nicht unsere Politik, liebe Freunde. Das ist nicht unsere Politik. Und was mir ganz besonders am Herzen liegt, ich bin für die Bankenaufsicht. Ich bin auch dafür, dass die im nächsten Jahr wirksam wird. Aber ich bin dafür, dass wir deutsche Wert darauf legen, diese Bankenaufsicht auf jene Banken zu konzentrieren, die systemrelevant sind, die grenzübergreifend sind. Jetzt hätte ich gesagt parteiübergreifend. Und liebe Freunde, da werden wir als Bayern der Hüter der Bayerischen Sparkassen und der Volks- und Raiffeisenbanken sein. Weil wenn sich alle Banken auf der Welt so verantwortlich verhalten hätten wie die Sparkassen, die Volks- und Raiffeisenbanken, dann hätten wir eine Finanzkrise niemals erlebt, liebe Freunde, niemals erlebt. Liebe Parteifreunde, Bayern ist das Beste, was es in Europa gibt. Wir wollen auch in Zukunft die Stärksten bleiben. Und diese 4, 5 Richtungsangaben werden uns dies auch gewährleisten. Wir müssen besonnen bleiben, ich sagte es eingangs. Wir haben ein Jahr vor Landtags- und Bundestagswahl eine sehr gute Form erreicht. Aber ich bitte, dass wir auf dem Boden bleiben, dass wir so wie in der Vergangenheit sehr besonnen, sehr bürgernah und ohne jede Überheblichkeit unsere Arbeit tun, sehr konzentriert. Und ihr müsst immer wieder darauf hinweisen, wer ein starkes Bayern will, muss auf die CSU setzen. Nur wir sind eine eigenständige bayerische Kraft. Nur wir können in Brüssel und in Berlin bayerische Interessen durchsetzen. Unser Amtseid gilt Bayern. Wir bekommen nicht wie SPD und Grüne Direktiven aus Berlin. Und deshalb gilt der Satz Bayern zuerst, dafür stehen wir. Das ist unsere Existenz, liebe Freunde, der Freistaat Bayern. Ich halte neben dem Inhalt und den Personen den Politikstil für ungeheuer wichtig. Wir üben keine Herrschaft aus, sondern wir leisten Dienst für die Menschen und dieses Land. Das ist unser Auftrag. Und dann kommt es auf den konkreten Nutzen für die Menschen und das Land an. Liebe Freunde, die Rechenschaft, die wir abzugeben haben nächstes Jahr, ist eine Rechenschaft über die Lebensgrundlagen, die Lebensperspektiven der Menschen in Bayern und in Deutschland.
Und da müssen wir immer wieder den konkreten Nutzen unserer Politik für die Menschen erklären. Immer und immer wieder. Wir müssen erklären, dass es auf eine gute Ausbildung und den sicheren Arbeitsplatz ankommt. Auf die Lebensqualität für jeden und seine Familie. Auf die Sicherheit, für die Gesundheit, für das Leben, für das Eigentum. Und dafür steht die CSU. Und wir wollen unser Land voranbringen. Bis 2018, Abschluss der dritten industriellen Revolution, die Digitalisierung Bayerns. Bis 2022 die Hälfte des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien. Wir sind bereits bei 33%. Nur damit einmal eine Zwischenbilanz 10 Jahre vor der Zielmarke genannt ist. 33% erneuerbare Energien. Und ich möchte deine Anwesenheit nutzen, Volker, auch hier nochmal zu sagen, wir wissen, dass wir eingebunden sind in ein europäisches und deutsches Stromnetz. Aber was ich schon möchte, und dafür hat die CSU zu früheren Zeiten, Stichwort Kohlepfennig, massiv gekämpft. Ich möchte, dass wir bei der Energiewende auch so vorgehen, dass wir bei der Energieproduktion eine Wertschöpfung bei uns im Freistaat Bayern haben und nicht nur Strom beziehen. So möchte ich vorgehen. Bis 2018 die Digitalisierung, bis 2022 die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energien und bis 2030 schuldenfrei. Und wenn wir das alles miteinander schaffen, liebe Freunde, dann werden wir ganz oben bleiben. Welchen Staatsgast ich auch immer besuche oder empfange, jetzt erst wieder in dieser Woche sagt mir ein Staatspräsident, ihr seid Europameister. Ich dementiere das nicht. Aber wir müssen klar sein, und das ist eine Aufgabe in den nächsten Monaten. Bei dem Erreichten auch in eine Debatte mit der Bevölkerung einzutreten, wie pflegt man die Wurzeln des Wohlstandes und der sozialen Sicherheit? Manche haben ganz vergessen, dass dies, was erreicht ist, auch Bedingungen hatte. Und dass wir ohne Berücksichtigung der Grundlagen und der Bedingungen die Lebensqualität, den Wohlstand, die soziale Sicherheit, die ökologische Ausrichtung unseres Landes nicht auf diesem Niveau halten können. Das geht sehr schnell, und zwar nach unten. Und deshalb möchte ich, dass wir auf der einen Seite diese Bedingungen wieder stärker diskutieren. Was ist Voraussetzung in der Infrastruktur, in der Investitionsquote, im Umgang mit den Menschen, in der Bildung und anderswo, damit wir diesen Wohlstand erhalten? Und wir müssen uns auch mit den linken Experimenten auseinandersetzen. Die Zahl derer, die dafür Tapferkeitsmedaillen in Frage kommen, ist nicht unbedingt gestiegen. Und ich bedanke mich bei allen, die diese Bereitschaft vor Ort haben, sich wirklich, weil ja immer die These aufgestellt wird, gibt es eigentlich noch einen Unterschied zwischen den Sozialdemokraten und den CDU-CSU-Parteien? Es gibt ihn. Das haben wir jetzt 2 Tage lang dargestellt, mit der massiven, beabsichtigten Steuerbestrafung der Leistungsträger und der Grundsicherung für alle. Denken Sie nur an die Programme der Piraten und der Grünen. Es gibt diese Unterschiede. Einkommensteuer rauf, Erbschaftssteuer rauf, Vermögensteuer rauf. Ich sage übrigens, bei der Erbschaftssteuer, das ist eine Steuer, die den Bundesländern zusteht. Und wenn die der Bund regelt, haben wir die eigenartige Situation, dass das Erbschaftssteueraufkommen auch noch in den Finanzausgleich eingeht. Und liebe Freunde, deshalb werden wir darum kämpfen, dass die Gesetzgebungszuständigkeit für die Erbschaftssteuer, für die Bemessungsgrundlage, für die Höhe auf Länderebene übertragen wird. Denn diejenigen, die das bekommen, sollten auch bestimmen, wie und ob sie erhoben wird. Das ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt also diese Alternativen. Einkommensteuer, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer. Dann gibt es Parteien, die betreiben weg der Pendlerpauschale, weg mit dem Agrardiesel, Helmut Brunner, weg mit dem Ehegattensplitting, dem Betreuungsgeld, dem Landeserziehungsgeld, die Vielfalt unserer Bildungslandschaft weg,
Religionsunterricht abschaffen, Kreuze abhängen, islamische Feiertage einführen. Solange ich Ministerpräsident dieses Landes bin, sind und bleiben wir ein christlich geprägtes Land, bleiben wir eine Partei, liebe Freunde. Bleiben wir eine Partei, die ihre Politik nach dem christlichen Menschenbild definiert? Und liebe Freunde, mit mir wird es islamische Feiertage niemals geben. Wer dieses Bayern will, der muss die anderen wählen. Mit uns gibt es keine islamischen Feiertage, liebe Freunde. Und damit sind die Alternativen klar. Wir wissen, dass wir unseren Erfolg selbst bestimmen. Wir schauen nicht so sehr auf die Wettbewerber. Deshalb haben wir auch gesagt, jetzt machen wir einen Arbeitsparteitag, nicht einen Machtparteitag. Ich sitze ja oft stundenlang im Landtag. Das ist jetzt nicht anklagend gemeint und soll auch kein Mitleid auslösen. Aber ich höre immer zu, was kommt an Argumenten. Und ich fahre eigentlich immer wieder nach Hause, von den Koalitionsfraktionen abgesehen. Also da ist nichts, was uns aufwühlen müsste. Wir gebrauchen die Macht der Argumente. Und die anderen reden nur über die Macht. Für uns ist die Macht der Argumente wichtiger. Und deshalb Sacharbeit, Überzeugungsarbeit. Wahlkampf können wir nächstes Jahr im August auch noch führen. Haben wir genug Zeit. Und das werden wir auch sehr gut tun. Aber liebe Freunde, jetzt müssen wir für dieses Land arbeiten. Die Leute haben kein Verständnis. Die Leute hätten kein Verständnis jetzt für einen Wahlkampf, der ein ganzes Jahr lang geführt wird. Sie erwarten von uns, dass wir dies, was uns im Moment bewegt, von der Energiewende über die sozialen Fragen, über die zunehmende Verdüsterung der Konjunktur und die Sicherheit der Arbeitsplätze, dass wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und das war der Hauptsinn auch dieses Parteitags. Und die Alternativen sind glasklar. Und die Menschen haben eine klare Wahl. Und deshalb bitte ich auch alle, nicht Koalitionsdiskussionen zu führen. Wir haben die verdammte einfache Aufgabe, so stark wie möglich selbst zu werden. Und wir brauchen nicht diskutieren mit denen und jenen und so weiter. Es freut mich auch, dass die FDP, das sage ich hier auch öffentlich, jetzt in der jüngsten Umfrage ein stärkeres Stück an Unterstützung in Bayern erfahren hat. Aber liebe Freunde, wenn es um die Zustimmung, um die Vertragsverlängerung, um das Vertrauen im September nächsten Jahres oder Oktober nächsten Jahres geht, dann gibt es nur ein Ziel. Die Christlich-Soziale Union muss um so viel Zustimmung und Vertrauen in der Bevölkerung werben, wie uns möglich ist. Das ist unser Ziel und keine Koalitionsdiskussionen führen. Und unser oberster Auftrag ist, nicht unsere eigene Erhöhung, sondern, meine Damen und Herren, die Entwicklung des Freistaats Bayern. Deshalb sagen wir Bayern zuerst. Und wer will, dass Bayern Bayern bleibt, der ist bei der CSU zu Hause. Und wer Bayern liebt, muss für die CSU sein. Liebe Freunde, wir werden gemeinsam dafür sorgen und ich werde an vorderster Stelle weiter kämpfen. Das macht Spaß. Dass es den Menschen in Bayern weiterhin besser geht als anderswo. In kein anderes Bundesland ziehen so viele Menschen aus Deutschland und aus dem Ausland wie zu uns. Und jetzt füge ich mal hinzu, bei uns funktioniert auch die Integration besser als anderswo. Auch die Integration funktioniert bei uns besser. Ich möchte, dass es unseren Kindern und Enkeln die Zukunft offen steht, dass Bayern ein Land wird und bleibt mit unbegrenzten Chancen. Das ist die große Errungenschaft der Nachkriegszeit, dass die kleinen Leute aus einfachen Verhältnissen, und in unserer CSU kommen die meisten Leute aus einfachen Verhältnissen, die Chance bekommen, sich vorwärts zu arbeiten, aus ihrem Leben Positives zu machen.
Ich, meine Damen und Herren, ich kann das nicht oft genug sagen, komme aus einem Arbeiterhaushalt. Wir hatten 4 Kinder, oder meine Eltern hatten 4 Kinder. Und wir mussten jede D-Mark damals umdrehen. Und ich wusste nicht mit dem 13., 14., 15. Lebensjahr, wo man die Bildung zu der Zeit vielleicht noch nicht als das Allerwichtigste des Lebens einstuft, dass ich mal die Chance durch meine Partei, die Christlich-Soziale Union, bekomme, sozusagen mich an die Spitze dieser Partei zu arbeiten, buchstäblich zu arbeiten und auch an die Spitze meiner Heimat Freistaat Bayern. Und solche Beispiele gibt es in anderen Bereichen zuhauf. Und ich finde, das ist das Wunderbare unserer Gesellschaftsordnung, dieser stabilsten und besten Republik, die es jemals auf deutschem Boden gab, dass es den einfachen Menschen die Chance eröffnet. Und das ist unsere Politik, nicht zu garantieren, dass man die Chancen im Ergebnis bekommt, sondern dass man die Chance hat, sein Leben mit bester Perspektive sinnerfüllt und glücklich auszugestalten. Liebe Freunde, wir leben, ich sagte es am Tag der Deutschen Einheit, in einem wunderbaren Land. Und es liegt an uns selbst, es auch für uns und für unsere Kinder wunderbar zu halten. Nur an uns. Und dort, wo wir regieren, geht es den Leuten gut. Dort und in den Zeiten, wo wir regiert haben, in Bayern schon sehr lange, aber sehr gut. Und in Deutschland haben immer die historischen Vorgänge dann stattgefunden und sind bewältigt worden, zuletzt die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes in unserer Verantwortung. Und deshalb dürfen wir bei aller Besonnenheit und aller Bescheidenheit, die ich anmahne für die Zukunft, immer auch ein Stückchen stolz sein. Stolz, was wir durch unsere Politik dem Menschen und dem Land ermöglicht haben. Bayern bleibt eine Insel der Stabilität, der Sicherheit in Europa und in der Welt. Das ist unser Auftrag. Liebe Freunde, ich habe jetzt viele Parteitage erlebt, aber dieser Parteitag gestern und heute war einer der besseren. Diese entspannte, fröhliche Stimmung, diese gute, tiefe Diskussion, die wir gestern und heute zu manchen Anträgen geführt haben und nicht so, wie der Max Straubinger gelegentlich sagt, dass Mitmachpartei heißt, man muss alles mitmachen, was die Führung will. Wir haben heute einige Glanzpunkte erlebt, wo dann der Parteitag anders entschieden hat. Und ich habe der Barbara Stamm gesagt, der ich übrigens sehr, sehr dankbar bin, dass sie uns als Kandidatin, als Landtagspräsidentin, wir lassen uns ja immer gleich in der Negativdiskussion, die Gerda Haselfeld führt uns in den Bundestagswahlkampf, die Barbara Stamm ist Landtagspräsidentin, wir haben veritable Minister, die Ilse Aigner geht ja, das Abenteuer ein, sich in meine Nähe zu begeben, nach München, liebe Freunde. Und liebe Barbara, bei dir möchte ich mich ganz besonders bedanken, dass du als Landtagspräsidentin wieder für den Bayerischen Landtag kandidierst. Das ist schön. Ich danke euch. Ich habe gestern einmal in die Reihen geschaut um 20 Uhr. Der Saal war da bei der Einzelberatung sehr, sehr gut besetzt. Die Diskussion hatte ein hohes Anspruchsniveau. Sie hatte auch die Form, die ich mir von Diskussion vorstelle. Zwar kontrovers, aber nie so zu diskutieren, dass man sich nicht mehr in die Augen sehen könnte, ohne dass man sich nicht verletzt. Das war alles wunderbar. Ich kann nur sagen, ihr seid eine fantastische Partei. Und dafür danke ich den Ortsvorsitzenden, den Kreisvorsitzenden, den Bezirksvorsitzenden, den Landesvorstandsmitgliedern, der Europagruppe, der Landesgruppe, der Landtagsfraktion, den Arbeitsgemeinschaftsvorsitzenden auf den verschiedenen Verbänden. Liebe Freunde, diese CSU ist bärenstark und sie ist wieder da. Und das müssen wir jetzt in den nächsten Tagen hinaustragen.
Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Der Generalsekretär hat gesagt, er möchte nicht mehr heute arbeiten, deshalb soll ich den Parteitag beenden. Aber ich möchte dem Generalsekretär, der stellvertretenden Generalsekretärin und der gesamten Landesleitung, insbesondere auch unserem Schatzmeister Professor Bauer, danken für die unterjährige Arbeit, die perfekt läuft, und auch für die Vorbereitung des Parteitages. Herzlichen Dank. Alles Gute. Wir sind gut. Und Gott mit dir, du Land der Bayern. Alles Gute, liebe Freunde.